Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 2 in der 2D Pixel Remastered Version. Ja, ich laufe mal wieder zurück ins erste Dorf, weil wir haben... Toll, Ich habe immer noch Vita drin. Aber schadet wahrscheinlich eh nicht, wenn ich das ein bisschen öfter verwende, zwecks Leveln. Wir haben den Ring gefunden und scheinbar weiß irgendjemand wahrscheinlich, eigentlich eher, haben sie gesagt, in dem anderen Dorf, wo es kein Mensch gibt, dass jemand weiß, was man mit dem Ring machen kann. Aber ich glaube eher, es ist hier dieser grumpy Typ in einem Schmiedeladen da, ne? Glaube ich eher. Also, schauen wir da mal rein. Wo war denn der? Der war da drüben, ne? So. Genau, du nämlich. Oh, lass man seinen Frieden. Guck mal, ein Ring. Nichts passiert. Ja, ich bin der beste Schmied der Rebellen. Nichts passiert. Okay, schade, dann ist es doch nicht der. Tja, ich habe keine Ahnung. Möchte ich eigentlich Maria weiter mit dem Bogen kämpfen lassen? Ja, ich glaube, wir lassen das mal vorerst. Okay, dann muss es doch jemand da draußen sein. Okay. Oder... Weiß ich nicht. Wer war das noch, wo wir irgendwas zeigen konnten? Ah, er, der gesagt hat, er ist so nutzlos, ne? Mein Name ist Gordon, ich bin so nutzlos. Guck mal, ein Ring. Der Ring meines Bruders. Ich verstehe. Das waren seine letzten Worte. Ihr habt euch also freiwillig zur Armee gemeldet. Ich fürchte, dass Hilda für einen Versager wie mich keine Verwendung hat. Deswegen stehe ich hier unschlüssig rum. Ich bin ein Taugenichts. Achso. Ja. Okay. Ja, was kann ich jetzt machen damit? Ja. Keine erlernbaren Begriffe. Okay. Gut, also der... Hä? Ich... Warum? Hallo, ich hab doch den Ring deines... Hä? Paul ist ein Langfinger. Stimmt, wo ist denn der Paul eigentlich hin? Warum ist dieser Tempel so groß? Die. Okay, jetzt stehe ich schon an. Super, das fängt ja schon alles gut an. Was ist da eigentlich? Also, da komme ich raus. Wo ist denn der Langfinger-Typ jetzt eigentlich wirklich hin? Mit denen kann ich nicht sprechen. Hm. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich irgendwem noch was zeigen kann. Der Königin vielleicht. Unser Losungswort lautet Wildrose, ja? Ring. Scottsring? Er lebt? Nö, leider. Seine Kräfte verließen ihn, als er uns den Ring übergab. Ich verstehe. Hat er noch etwas gesagt? Ja, eigentlich schon. Hat er dann revidiert, kurz bevor er gestorben ist. Also nein, er hat nichts gesagt. Prinzessin Hilda, nehmt den Ring in eure Obhut. Nein, Prinz Kott hat ihn euch vermacht. Er soll euch gehören. Ich muss zugeben, dass ich mich in euch getäuscht habe. Immerhin habt ihr Finn infiltriert und seid wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Sagt, seid ihr immer noch bereit, eure Fähigkeiten in meine Dienste zu stellen? Wir benötigen jeden, der kämpfen kann, um das legendäre Metall Mithril zu finden. Ja, das lernen wir mal kurz. Sehr schön. In der Schlacht um Finn waren unsere Soldaten in imperialen Truppen waffen- und rüstungstechnisch weit unterlegen. Deren Waffen sind aus Mithril geschmiedet. Ich beauftragte Josef aus Salamand, Nachforschungen anzustellen, doch seit längerem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Salamand und findet heraus, was passiert ist. Minyu wird euch begleiten. Was? Hallo? Ich will nicht, dass der uns begleitet. Ich habe die Unterredung verfolgt. Auf diesen Zeitpunkt habe ich gewartet. Um nach Salamand zu gelangen, müssen wir zur Hafenstadt Palum. Benutzt mein Kanu. Achso, ja dann. Minyu ist zur Gruppe hinzugestoßen. Das ist schön. Er hat ein Kanu, okay, wir nehmen ihn deshalb mit. Weil er ein Kanu hat. Genau, ein Kanu erhalten, juhu! Toll, wir haben ein Kanu. Und wir haben Minyu. Was kannst du so? Oh, der ist recht gut, sehe ich gerade. Oh, wow! Okay, ich glaube, dass der nicht lange da bleibt. Wow.
Okay. Haben wir jetzt eigentlich hier... Ne, ich möchte eigentlich die Karte, sondern hier so. Also jetzt haben wir in Altea alles gefunden, okay. Fragen wir trotzdem den Schmied mal, was er so... vom Mithril hält. Guck mal, Kanu? Nichts passiert. Prüfen, Mithril. Ein kleiner Klumpen Mithril würde schon reichen. Wozu? Okay. Also wenn wir Mithril gefunden haben, müssen wir ihm das wieder bringen. Verstehe. So. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt ein Kanu und müssen in irgendeine tolle Stadt und ich speichere lieber wieder, weil ihr wisst ja, was passiert. Ja. Und sterben wir wieder. Wahrscheinlich da oben dann gleich nach rechts, oder? Können wir mit dem... Oder können wir mit den Kanu nie auf die Weltmeere? Können wir nicht. Okay, da können wir. Und das ist ein See, da können wir auch kanuisieren. Okay, dann fahren wir mal da. Oh, guck mal, ein Boot. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, was der Minyu so kann. Medikus. Blink. Wall. Also Wall eigentlich nicht Wall, sondern Wall. Hat er nicht was zum Angreifen auch? Nö. Nö. Hat er nicht. Na gut, dann eben einfach angreifen, ist okay. Sterbt, Goblinse. So, sehr schön. Maria ist im Level gestiegen. So, ist das jetzt die Stadt, wo wir hin müssen? Ich glaube ja schon, ne? Stadt Palum. Ja, genau. Palum, Palum. Ihr wollt nach Poft? Macht 32 Kill. Was? Poft? Nee, ich will in Palum, Palum bleiben. Vorerst mal. Lass mich mal die Stadt angucken. Nicht, dass wir jetzt schon nach Poft wollen. Diese Städte haben echt komische Namen. So, wie viel... Okay, keine Schätze, schade. Ey, Palum und Poft sind von den Angriffen des Imperators bisher verschont geblieben. Ja, irgendwie sind alle Städte von den Angriffen verschont geblieben, habe ich das Gefühl. Jede Stadt, wo wir hinkommen, ey, wir sind verschont geblieben von den Angriffen. Ne? Der Imperator ist voll schlecht. So, gut, die verkaufen ja dasselbe Zeug. Mit dem Schiff kommt ihr nach Poft. Entschuldigung, ich muss immer lachen bei dem Namen Poft. So, irgendwie die Inns, also hier die Schlafdinger, sind auch alle viel, viel größer. Ahoi, schöne Braut, komm her, ich lade dich auf eine Tasse Liebetran ein. Nein, ich will weg. Warum? So voll die nette Anmache. Die Städte Bafusk und Salamand werden anscheinend schon von den imperialen Truppen besetzt gehalten. Ah, okay, da haben wir doch welche, die besetzt sind. Okay, ich sage eh schon nichts mehr. Herzlich willkommen. So, Bogen haben wir schon. Wir könnten... Moment, was haben wir denn? Was hast du eigentlich? Ah, der hat... Nee, Blödsinn, ich wollte auf Guy. Der hat eh eine Axt. Attacke 14, Abwehr 3. Ach so, ach, ich trottel. Ich hab falsch geschaut. Ich bin ein Idiot. So, aber ich möchte Cloud... Wenn ich mir das jetzt so ansehe, ja, Cloud ist eher so jetzt der Schwert, aber gut, Cloud könnte Attacke 8, Attacke plus 8, Cloud könnte statt ein Breitschwert, könnte er irgendwas anderes noch nehmen, nämlich die Keule zum Beispiel, in die zweite Hand, ja, weil dann wird er hier zwei Sachen lernen. Du könntest zusätzlich, nee, das geht natürlich nicht. Bogen ist immer zweihändig und so. So, und du bekommst Stab und Breitschwert, ne? Minyu. Okay, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich durchblicke das noch nicht so ganz. Willkommen in unserer kleinen Hafenstadt Palum. Manchmal sagt man auch Palum Palum dazu. Okay, wenn das so ist. So. Ah ja, okay, das Zeug hätten wir alle noch nicht. Machen wir einmal ein Schildchen, einmal ein Helmchen und einmal einen Harnisch und einmal die Handschuhe. So, weil ihr wisst, der Ausrüsten ist nie schlecht, ne?
Was werde ich da jetzt auf optimieren? Okay, ich habe keine... Ach so, klar, weil er die bevorzugte, da sollte er das Stärkere drin haben. Okay, verstehe. So. Okay. Ja, gut. Ich verlasse mich einfach drauf, dass das optimal passt. Ne? So. Dies ist die Stadt Freiheit, Palum. Also die Stadt der Freiheit. Palum, Palum, lasst euch hier auch nieder. Nö, ich muss ein Abenteuer bestehen, tut mir leid. Aber wenn ich wiederkomme, werde ich mich hier niederlassen. So, natürlich, ich bin ein bisschen doof. Ja. Weil ich hätte vielleicht ein bisschen Geld für Zauber sparen sollen. Aber naja. Ach und... Nö, wir müssen ja gar nicht nach Poft. Oder müssen wir nach Poft? Doch, wir müssen nach Poft. Er ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich leider das ganze Geld verbraucht habe. Aber ich wollte doch mal shoppen. Ja, wenn wir ein bisschen kämpfen hier. So, komm, Cloud, der soll ein bisschen Blitz... Ach stimmt, Blitz ist auch schon Level 2. Splitze Stufe 2. Okay. Stab ist aufgestiegen bei Minyu. Karte. Ja, da oben ist sonst nix. Oder? Doch, ich könnte da weiter, aber möchte ich das? Ne, wir müssen ja nach Poft. Monsterboa. Ja, komm, mach Blitz. Oder stirb. Oder so. So, ich habe genügend Gil, um nach Poft zu reisen. Einmal nach Poft, bitte. Steig schon mal auf das Schiff da draußen am Hafen. Es geht gleich los. Ja, danke. Ich wollte immer schon mal nach Poft. Wir fahren nach Poft. Das ist schön. Nach Poft. Wollte ich immer schon mal gehen. Ich hätte auch hinlaufen können. Na toll, ich hätte auch hinlaufen können. Na super. Was ist da? Gab es da mal eine Burg? Oh, ein Hinterhalt. Ja, das ist okay. Dann können wir wenigstens, zahlt sich wegen Blitz aus. Oder auch nicht. Blitzo, Stufe 2. Oh. So, okay. Sehr schön. Cloud ist mit dem Leben gestiegen. Stadt Poft. So. Dies ist die Hafenstadt Poft. Im Norden liegt Salamand und im Osten Barfusk. Nach Salamand müssen wir, ne? Ihr wollt nach Palum? Nö, auf keinen Fall. Da komme ich doch gerade her. Wenn ich das gewusst hätte. Barfusk, die Stadt im Osten ist von imperialen Streitkräften okkupiert worden. Die bauen dort etwas Grauenvolles. Okay. Barfusk, die Stadt im Osten, ich sag das gleiche wie der. Wir sagen alle das gleiche, weil wir sind so... Wir sind so unmotiviert. Ihr wollt aufs Luftschiff? Dann rückt mal mit dem Zaster raus. Wenn die Kohle stimmt, fliege ich euch überall hin. Oh, wir lernen mal Luftschiff. Genau. Guck mal, ich habe einen Ring. Ich bin von der Wildrose. Was ist mit dir? Mithril, was ist mit dir? Luftschiff? Ja. Okay, gut. Sid ist mein Chef. Ach, das war Sid. Ach, hey. Er ist der größte Luftschiffkapitän, den die Welt je gesehen hat. Der bringt euch an jeden Ort, den es gibt. Vorausgesetzt, ihr könnt euch seinen Flug auch leisten. Ja. Und wohin soll die Reise gehen? Ah, oh, guck mal. Oh, nach diese Mitwasserfälle und Salamand und so. Ja, das muss nicht sein. Barfusk, ja, die sagen alle das Gleiche. Sagst du das auch? Alter, was ist denn mit euch los, Leute? Da wollte ich eigentlich nur ins Wirtshaus, um mich ein bisschen zu unterhalten. Apropos unterhalten. Keine Kisten. Und dann sagen die alle das Gleiche. Was ist denn das für ein Laden? Wahnsinn. So. Gut, übernachten müssen wir noch nicht. Ey, habt ihr schon das Luftschiff gesehen? Es gehört Sid. Außer Sid ist wohl auch keiner in der Lage, so ein fliegendes Schiff zu steuern. Also, Itemladen brauchen wir nicht. Sehen wir der gleiche. So, da geht's raus. Wollen wir auch noch nicht. Geht's vermutlich auch raus. So, Waffenladen. Ich habe eh kein Geld. Herzlichen Dank. So.
Ihr sucht Sid, der hängt wahrscheinlich in der Kneipe herum. Wenn ihr was springen lasst, nehmt ihr euch sicher gerne mit. Ja, ja, das weiß ich schon, danke. Hat er schon erwähnt, ne? So. Bafusk, die Stadt im Osten ist von einem... Ja, das, die sagen alle das Gleiche. Ach, Leute. Ich kann mir natürlich eh nichts leisten. Ich versuch's halt immer wieder, ne? So, okay, wirklich. Viel habe ich da jetzt nicht gefunden, aber wir gehen mal in den Norden. Weil da soll es irgend so eine Stadt geben, die wir brauchen eventuell. So, nee, komm, jetzt machen wir normale Angriffe wieder. Wobei Maria sollte vielleicht mal ein bisschen Vita durchzaubern. Oh, ein Fisch. Das ist ja wirklich ein Fisch. Maria einmal... Ach, die ist eh auch schon auf Level 2. Ja. Geht. Finde ich gut. So, irgendwo hier im Norden soll es eine Stadt geben. Ich habe Angst. Das ist der Splinter Cell. Haha. Okay. Ja, sind noch zu schaffen. Gut, aber da ist die... Aber da ist schon Schneegebiet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da richtig sind. So, Stab hat gelevelt. Ah, da ist eine Stadt. Sehr schön. Ich glaube, da müssen wir hin. Oh, ein Soldat. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir davonlaufen würden, oder? Oder schaffen wir den? Pfeil, Stufe 1. Ja, okay, der geht. Ja, der geht. Nix erhalten, was ist denn da los? So, wir speichern. Stadt Salamand. So, jetzt sind wir da. Was bringt uns die Stadt jetzt hier? Herzlich willkommen. Gut, natürlich wieder nichts, was wir uns saubermäßig leisten können. Aber schön, schön winterlich. Was haben wir da so? Gibt's da was? Nee. Südlich von hier sind die Wasserfälle von Simit. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der Mithril abgebaut wird. Ah. Alle männlichen Einwohner von Salamand müssen als Sklaven in einer Höhle in der Nähe der Wasserfälle von Simit maluchen. Bitte befreit sie. Ich bin unsterblich in Josef verliebt, doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Was? Oh, was ist denn das für ein schönes Haus? Was wollt ihr? Ich möchte was lernen von dir. Keine lernbaren Begriffe. Hier, Wildrose. Prinzessin Hilde soll euch geschickt haben. Drei halbstarken, komischen Magier. Ich glaube euch kein Wort. Na toll. Moment, guck mal, Ring. Nichts passiert. Mithril? Mithril? Wir haben es immer noch nie finden können. Es gibt Hinweise, aber was interessiert euch das überhaupt? Ihr seid Fremde. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euren Mut unter Beweis stellen. In der Nähe der Wasserfälle von Simit gibt es eine Höhle, in der die Bewohner unserer Stadt Zwangsarbeit leisten müssen. Befreit sie und ich werde euch mehr erzählen. Okay, kann ich da was lernen? Nö. Gut. Immer diese Aufforderungen für Taten, die wir vollbringen müssen und keine Ahnung, wisst ihr, die Welt ist kurz vorm Untergang, gut, aber man sieht es ja eh auch an der aktuellen Lage, dass natürlich die Menschen, je schlimmer die Welt beisammen ist, desto schlimmer werden die Menschen, was Zusammenhalt betrifft. Ah, das ist der Schrein, okay. Also von dem her, ja, wundert mich das gar nicht. Gut, sonst brauche ich eigentlich eh nichts schauen, weil ich habe eh kein Geld. Ich meine, sollte ich übernachten, zahlt sich fast noch nicht aus. Ich muss sparen. So, südlich von hier soll's... Ja, genau, ich wollte auf jeden Fall wieder in die Stadt rein. Südwestlich von hier, ne? Müsste irgendwo die Mithril... Oh, das sind ein paar. Moment. Ich würde mal sagen, auf die Bienenkönigin machen wir mal einen Blitz. Ist ein bisschen ungut, dass Maria immer noch so wenig Leben hat. Blitzo, Stufe 2, oh. Sehr schön. So, Auto-Battle ausschalten. Weil noch einen Blitz möchte ich nicht riskieren. So,
Irgendwo da? Ah, da oben. Ich sehe schon. Aber wie komme ich denn da ran? Na toll, schon wieder so ein Soldat. Blitz! So, okay. Die haben ja fast gar nichts dabei, die Soldaten. Ich glaube, ich bin jetzt falsch gelaufen, oder? Nee, aber von oben kommen wir da ja sowieso auch nicht ran, oder? Oh, Buffalo, die schönen Wasserfälle. Kann ich da mit dem Kanu hochrudern? Ich glaube ja nicht, ne? Nö. Aber ich glaube, da oben... Ja, ich hätte da oben vorbeilaufen müssen. So. Ja, Maria darf da ein bisschen Vita machen. Dann nach dem Kampf. Warum flieht ihr? Ihr Narren. Toll, Maria ist jetzt... Warum? Ich habe immer noch Autobattle, eigentlich Idiot. Na egal. So. Egal, das passt schon so. So, Maria wird ein bisschen... Oh, Maria hat Permagift, sehe ich gerade. Na gut, dass wir... Dass wir den Minion mit haben, der hier Medica kann, ne? So. Gut, dann einmal... Natürlich. Schon wieder so viel. Warum sind das so viel? Komm, mach mal Blitz. Ich glaube, jetzt wäre doch geschickter, wenn ich vielleicht doch nochmal ins Dorf zurückgehe und einmal schlafen gehe. Oh, Maria ist fast tot. Trademark. Macht die so viel Damage, dass die immer hier Aggro zieht oder was? Offensichtlich, ne? So. Gut, dann gehen wir nochmal hier ins Dorf rein. Aber wir suchen uns hier schnell jetzt doch eine Schlafgelegenheit. Zum Glück war das genau geradeaus. Bitte einmal übernachten, ja? Ja. Und wie es für unsere Abenteurer weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.